Lavabrötchen mit Chili, richtig. Alter, da kriegt man aber auch gleich richtig viel Kohle drauf, ne, wenn das Gewürz richtig ist. Hä? Ist das nicht der geilste Shit ever hier? Wir haben mal eben in 20 Minuten 1879 Geld verdient. Erfahrene Bäcker sind wir jetzt. Und jetzt haben wir das WLAN. Jetzt haben wir das WLAN. Und die 5 Minuten Bäckerei ist auch vorbei. Jetzt brauchen wir nur noch Corner und Grandma. Stammtisch! Klung! Leute, das Spiel ist geil. So. Wir gucken erstmal, dass wir hier die Geschichten alle wieder bestellen. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich das Dinkelmehl. Das kann ich immer noch nicht kaufen, ne? Nee. Dass das noch nicht so richtig hier funktioniert. Also, dass ich das Dinkelmehl auch nicht in den Silos drin habe. Das finde ich ein bisschen schade. Aber that's life, ne? Na, 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 na. So. Das wird schon mal eingekauft. Dann wird das schon mal dahin gesetzt. Könnte ich eigentlich damit auch was einfüllen? Weiß man nicht, ne? So. WLAN. Schaltet frei. Wird selbstverständlich auch noch gekauft. Da sind wir 100% durch. Das hatten wir gar nicht gekauft, ne? Könnte man natürlich auch noch kaufen. Dann haben wir das auch fertig. Professioneller Halter. Erhöht die Behälterkapazität. Ach so. Ja, jetzt sind wir natürlich. Jetzt ist natürlich hier. Kann ich natürlich wieder einkaufen gehen, ne? Ach, nein? Will ich nicht? Mehl kaufe ich. Das kann ich gar nicht kaufen, okay. Wieso geht das nicht? Wasser kann ich auch nicht kaufen, weil okay, die zwei Sachen kann ich nicht kaufen. Joghurt. Milch. Kaufen. Was ist denn jetzt mit Dinkelmehl? Genau, der Craven. Nee, ich habe ja noch die Donutmaschine, die ich noch gar nicht benutzt habe. Aber ich überlege gerade, warum ich die Mehle jetzt nicht bestellen kann. Kann ich nur einmal am Tag Mehle bestellen oder was? Guck mal, hier geht nichts mehr anzuklicken. Naja, wir werden es sehen. So, das läuft ja sowieso von alleine. Das läuft sowieso von alleine. Dann stellen wir das wieder schön dahin, preparen uns. So, das wird schon mal da wieder hingestellt.
Das wird da drauf getan. Ja. Lieferkettenprobleme im Game, ja. Gibt's auch, Thüringer. So, und jetzt wolltest du ja mal gucken, was es noch alles gibt. Also maschinentechnisch gibt es ja noch den Industriemixer, der irgendwann kommt. Den Industrieofen, den haben wir noch nicht. Die Baguette-Maschine haben wir noch nicht. Und das war's. Und die große Schüssel haben wir auch noch nicht. Und welche Bäckerei fehlt noch? Die Ginger House Bäckerei, die Local Bakery Co-op. Und das war's, ne? Ja. Die zwei fehlen. So. Und jetzt tun wir noch die Donut-Maschine kaufen. Schaltet eine neue Funktion frei, die es dem zentralen Rührlöffel ermöglicht, Donuts automatisch umzudrehen. Geil! So. Hammer, oder? Hallo Zanto, moin! Ja, was zockst du denn heute? Das ist ja mega! Oh, ich bin so verliebt, Zanto, in dieses Spiel. Oh, ich bin so verliebt! Es ist so mega, ich liebe es. Bekommt das Spiel noch Updates oder ist das schon fertig entwickelt? Keine Ahnung, das ist ja seit vorgestern draußen, Wild Dragon. Ich glaube, da geht noch einiges. Es sind ja auch noch einige Bugs drin, also von daher, das ist noch nicht fertig. So, jetzt gucken wir mal, wie wir den nächsten Tag starten. Und zwar... die 5-Minuten-Bakery. Alter, mit der sind wir eigentlich fertig, ne? Aber die gibt uns richtig Knete, ne? Aber ganz ehrlich, Leute, in die Donuts... Was kann man denn in die Donuts tun? Da passt doch gar nichts rein von den Gewürzen. Das passt doch eher zu Brot, ne? Da stellt sich nur die Frage, Semmeln, Weckle oder Brötchen? Ja, das ist jetzt die Frage. Ja, genau, Tobi. Das Einzige, was gehen würde, wäre Marmelade. Alles andere? Ja, genau, Lotte. Aber... mehr halt nicht, ne? Vanillegürtel auch ging, glaube ich, Wild Dragon. Da hast du recht, ja. Oder Honig und Cranberries, ja. Vanille-Thüringer, ja. Stimmt. Oh, jetzt müssen wir aber immer überlegen, was machen wir denn jetzt? Der Donutladen und den 5-Minuten-Bakery, den haben wir ja eigentlich schon fertig. Dann hat sich's ja eigentlich schon erledigt. Dann würde ich die Grandma machen. Wo ist denn die da? Dann fahren wir zum Corner Bakery. Und dann fahren wir hoch und rum zum Ginger House mit 11 Überraschungsbrötchen. Dann können wir beide vielleicht auch wieder ohne abzusetzen. Also entweder machen wir es so, dass wir die Grandma beliefern und danach den Corner Bakery, fahren dann wieder nach Hause und machen dann den Ginger. Oder wir machen alles zusammen. Ist eigentlich, glaube ich, Jacke wie Hose, wie wir es machen würden. Also die Grandma. Von da dann zum Corner. Und dann zum Ginger. So.
Puppenbrot. Puppenbrot war Rosmarin, das haben wir schon gefunden. Frühstücksbrötchen. Bei den Frühstücksbrötchen würde ich, glaube ich, mal Marmelade reintun. Und bei den Überraschungsbrötchen, da können wir uns ja noch mal was überlegen. Ja, die Donuts machen wir auch noch. Donuts machen wir auch noch. Aber es sind doch Donuts. Donuts mit Bratgewürz. Ja. Aber Donuts. Ja, die Donuts machen wir schon noch. Das nächste kommen Donuts, hundertprozentig. Puppenbrot ist klar. Warte mal, was ist denn das hier? Frühstücksbrötchen. Marmelade. Und Überraschungsbrötchen. Was machen wir da rein? Mascarpone wäre auch noch was für Donuts. Für Ginger natürlich Ingwer. Die Überraschungsbrötchen enthalten lebende Bienen. Die werden überrascht sein, wenn sie da reinbeißen. Überraschungsbrötchen. Ingwer? Stell mir das gerade vor. Karamell vielleicht? Also ich würde halt wieder Chili reinmachen, Karamell oder sogar Knoblauch. Ja. Cranberries wären auch eine Überraschung, ja. Chili geht immer, ja. Stimmt, Karamell wäre auch was für Donuts. Ja, ich kann leider nur stolzer Opa ein Gewürz reinmachen. Ich kann keine zwei reinmachen. Überraschung. Überraschung! Wir müssen uns jetzt für uns für was entscheiden. Rosmarin, Ingwer und Chili haben wir schon. Ich überlege gerade, wie würden die Entwickler das jetzt machen? Würden die für jeden Artikel ein anderes Gewürz nehmen? Ja, ne? Überraschungsbrötchen. Orangenschale habe ich mir auch schon gedacht. Ja, richtig, Tobi, ne? Man muss überrascht sein bei Überraschungsbrötchen. Vielleicht noch mal die Cranberries ausprobieren. Oder Zimt. Oder Zimt. Genau, große Überraschung. oder Kardamom, ja. Obwohl ich sehe halt, ich weiß nicht, also ich finde es halt geil, Nelken, Kardamom in so in einem Brot halt drin zu haben. Ich entscheide mich für ich glaube auch Karamell ist eher was für Donuts. Ja, das weiß man halt nicht, Dark Raven, ne? Das ist jetzt so ein bisschen, ne? Was haben sich die Entwickler jetzt dabei gedacht? Haben die einfach geguckt, oh, das tun wir da rein, das tun wir da rein? Oder haben die wirklich geguckt, dass irgendwie jedes Gewürz einmal benutzt wird oder man weiß es ja jetzt nicht, ne? All dir. Ja. Geil. Ja, wir probieren einfach mal die Cranberries. Wir probieren mal die Cranberries. Das ist Sarah Überraschung. Das ist Sarah Überraschung. So. Also, Flap
Flapp und Flapp. Und als erstes machen wir, ist ja auch wieder Jacke wie Hose, ne? Nee, wir machen zuerst das Puppenbrot. Das Puppenbrot mit Rosmarin. Hallo Ted, herzlich willkommen im Chat, servus. Guten Tag, endlich habe ich mal die Chance, dich live zu sehen, sonst nur über YouTube. Hey! Ja, cool, herzlich willkommen. Da freue ich mich aber. Ja, 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 schön. Na dann, geil. Das ist cool. Ja, das, manchmal klappt es ja dann doch, ne? Ja, sehr schön. Ja, dann setze ich mit an den Stammtisch, los geht's. Was wollen wir gerade? Puppenbrot. Ich mache jetzt erstmal das Puppenbrot. Corner Bakery. Sind wir bereit? Nein, tun wir es trotzdem? Ja. So, Weizenmehl. Kann ich jetzt einfach auf den Button drücken oder was? Oder muss ich nochmal hochheben? Ja, jetzt hat er es gemacht. Guck. So, den Schnutzel rein. So, einmal Wasser. Einmal Milch. Dann 77 Gramm Salz. Zucker 55. Hefe 66. Hefe 66. Und Sesam 220. Warte mal, Sesam. Nee, das sind Rosinen. Sesam. 220 Gramm? Ist aber viel. So, Puppenbrot, Rosmarin. So, das muss aber dann noch geformt werden, ne? So, das Ding steht schon unten. Muss ich jetzt damit echt hin und her laufen? Nee, ne? Bille, Prost! Sonst muss ich zu deinen Sendezeiten arbeiten. Es macht einfach Spaß, hier zuzuschauen. Oh, Ted, das freut mich. Das freut mich. Schön. Ach, Quatsch. Entschuldigung. Ich muss ja erst da reintun. Das freut mich, dass es jetzt geklappt hat, Ted. Hast du jetzt schon Wochenende? Oder warum klappt's heute? So, jetzt passt's, ne? Das machen wir schon mal an. Das ist auf dem richtigen Knopf. Das müssen wir noch einstellen. 11 Brote. Und dann push the button. Ist geil, oder? Oh. Ja, danke. Könnte sein, dass beim Brötchen Karamell, Honig und Knoblauch geht und alles richtig ist und schlecht sind auch mehrere nur Beispiele. Das kann auch sein, da Craven, ja. Hallo Tauri, herzlich willkommen im Chat. Moin, kann mir jemand sagen, ob die Rezepte auch in echt funktionieren würden? Hab ich mir auch schon überlegt, Tauri. Wäre mal interessant zu wissen, ne? Die Rezepte sehen machbar aus. Ich denke, die sind soweit echt. Der Backvorgang etc. ist ganz schön abgekürzt. Ja, aber damit, also der Backvorgang, klar, ne, 60 Sekunden geht nicht.
Aber dann halt 60 bis 90 Minuten, ne? Dass du den dann einfach als Minuten machst. Ich habe nach 3 Monaten richtig Stress endlich mal wieder um 14 Uhr Feierabend gemacht. Einfach geil. Geil, Ted. Mega. Die Backzeit würde nicht ausreichen, dann müsste das Brot auch erstmal gehen lassen. Aber wenn die Zutaten und die Mengen soweit passen, wäre es interessant, das nachzubacken, was im Spiel ist. Das stimmt, Tauri. Habe ich mir auch schon überlegt. Ja. Das habe ich mir auch schon überlegt. Jetzt muss ich doch hin und her laufen, ne? Aber wir können ja schnell laufen. Wir sind ja mega schnell. Elf Brote. So. 200 Grad. 50 Sekunden. Schuss. So, nächstes Rezept. Die 33 Frühstücksbrötchen. Die überlege ich natürlich gleich wieder, ne? Vollkornmehl könnte ich ja auch von dort rausziehen, ne? So, Frühstücksbrötchen, Schnutzel rein und Wasser aktivieren. Und Olivenöl. So, Hefe 66. Salz 66. Zucker 33. So, und das sind jetzt Frühstücksbrötchen und da wollten wir Marmelade reinmachen. So, das Ganze muss dann wieder geformt werden. Die Maschine muss ja weg. So, die Maschine muss eigentlich da drunter. Ab und zu macht das, ab und zu nicht. Oder kann der keine Brötchen? Ach nee, warte mal, das ist ja hier. Das ist ja die Maschine, ne? Das ist ja hier. Das müssen ja viereckige Brötchen sein, ne? Macht er aber nicht, ne? Habe ich gerade einen Denkfehler? Stopp. Ich habe gerade einen Denkfehler, ne? Ich kenne dich auch von YouTube, habe mir die Folgen mit Raft angeschaut, ein paar davon. Da hast du aber ein riesiges Floß gebaut. Ja, ich nenne es liebevoll mein Würfeldorf oder so. Ich habe viele Namen schon gehabt dafür. Aber ja, mit Raft spielen wir jetzt schon fast seit, ja, dieses Jahr 4 Jahren und wir können einfach nicht aufhören damit. Bist auch da auch das erste Mal dabei? Ey, Tauri, mega, cool. Ich kenne sie nur von Twitch. Ja, Mann, geil. Schön, freue ich mich. Habe ich gerade einen Denkfehler? Ich will doch Brötchen machen, ne? Warum funktioniert das jetzt nicht? Ich habe einen Denkfehler gerade. 4 Jahre, das ist eine Sucht. Das stimmt, Wild Dragon. Ist ein gutes Spiel, aber leider zu früh zu Ende. Die sollen endlich den neuen Content reinmachen. Ja, es ist sehr mysteriös, warum da nichts mehr passiert gerade, Tauri, ne? Ich habe gerade einen Denkfehler.
Die Schüssel ist zu groß, meinst du? Weil hier kann ich ja keine Brötchen formen, ne? Ich habe einen Denkfehler. 33 Frühstücksbrötchen. Wenn jetzt die Schüssel zu groß ist, habe ich echt ein Problem, ne? Das will er auch gerade nicht. Oh, ich habe Klickprobleme. Komm schon! Na, wahrscheinlich ist die Maschine einfach verbuggt. Kann auch sein, ne? Oh nein. Oh nein. Das Tablett geht auch nicht mehr da dran. Geil, Anja, geil. Ja, das Tablett muss da rein. Das ist nicht gut, dass das jetzt nicht geht. Dann kriegen wir das Rezept nicht getan. Oh, ihr wollt jetzt bitte nicht, dass ich 33 Brötchen forme, oder? Doch, ihr wollt's. Nein, jetzt werden wir es nicht mehr hinkriegen. Jetzt werden wir es nicht mehr hinkriegen, Leute. Jetzt kommt die richtige Verzweiflung bei mir. Nein, bitte nicht. Du schaffst das. Ja, aber nicht in der Zeit. Das ist mein Problem. Ich glaube, ich habe einfach jetzt gerade einen Denkfehler gehabt. Oder es ging wirklich nicht wegen der großen Schüssel. Aber ich glaube, das ist einfach verbuggt. Oh Gott, nein. Raga! Will mich das Spiel ärgern. Jetzt gönnt mir das Spiel uns ein Sieg nicht. Der Schrecker Nishu ist da. Das ist jetzt echte Handarbeit, ja. Das ist jetzt echte Handarbeit. Möb, möb, ihr Schweinebacken. Ja, Mann. Ich bin je Schweinebacke. Oh. Boah, ich muss das Telefon läuten lassen. Ich kann nicht mehr. Mama! Ich dachte, ich bin Bäckermeister und kein Lehrling mehr. Das ist was für den Azubi. Wo ist der Stift, wenn man ihn braucht?
Oh. Oh! Ey, Spiel, du musst gleich mal auf den Eimer. Ich sag dir das. Spiel, du musst gleich mal richtig mal auf den Eimer gehen. Ey. Oh nein, Anja. Das ist ja lustig. Quen, GZ. Ome. Ah. Und jetzt? Hört sogar die Musik aufzuspielen, weil sie geschockt ist. Ein Brötchen habe ich auch noch kacke gemacht. Meine Küche ist schuld, dass ich nicht backen kann. Es ist immer die Küche schuld. Es ist immer, Leute, merkt euch das, das Equipment ist immer das, weshalb euer, was auch immer ihr machen wollt, nicht funktioniert. Das liegt nicht an euch. Denkt dran. Es liegt nie an euch. Entweder braucht ihr eine neue Küche oder irgendwas anderes. Aber es liegt nie an euch. Denkt da dran. So, 25 Sekunden. Frühstücksbrötchen. Schuss. So. Puppenbrot, Überraschungsbrötchen. Dinkelmehl 550. Wasser. Ist doch wie Hackfleisch machen. Milch 220. Hefe 22. Zucker 11. Hat doch gepasst. Salz. Auch 11. Oh! Eine Runde Mitleid. Oh. Danke. Danke. Danke, Raka. Dankeschön. Ja. Was? Es lieber vorher wissen, bevor man es gar nicht weiß. Raka, Mama, Puma Flora, ich sag dir das. Ja, danke, Matze. Hefe 22. Ich bleibe gerade nicht ruhig, ne? Ich lose gerade hier richtig ab. Zucker 11. Jetzt passt's. Was habe ich denn vorher falsch gemacht? Rosinen. 33. Überraschungsbrötchen, Granberries. Stammtisch. Es geht nicht. Mitleid serviert auf einem Silbertablett. Danke, Gwen. Nur weil das Ding verbuggt ist. Oh Mann.
Nee, das Ding ist verbuggt. Yo! Geil! Ich kann schon mal anrufen und sagen, ich komm gar nicht. Kann ich die Runde auch wiederholen? Warum liegen denn da noch so Knottel rum? Außerdem will ich Brezeln haben. Oh, Brezeln wären halt voll geil. Es geht auch nichts über eine gute Brezel. Mein Spiel ist kaputt. Und jetzt werde ich den Auftrag nicht kriegen. Ich glaube, die Bäckerei muss Pause machen. Meint ihr? Vielleicht muss die Bäckerei einfach Pause machen. Am Ende. So, wie sieht denn das hier aus? Das ist das Brot. Puppenbrot. Jetzt sowieso alles vorbei. Ich würde gerne neu anfangen. Ich würde gerne neu anfangen. So, ein Brot fehlt. Zweihundertzwanzig und 30 Sekunden. Die habe ich noch gar nicht gebacken. Was bin ich denn für ein Hannes jetzt? Das sind ja wirkliche Überraschungsbrötchen. Frühstücksbrötchen. Zeitüberschreitung. Ich kann auch nicht anrufen. Wahrscheinlich kann ich nur anrufen, wenn ich im Auto sitze. Oh, die sehen aber so schön aus. So. Rezept ändern. Das waren 200 und 25 Sekunden. Oh, die sehen aber schön aus. Na, wenigstens etwas, ne? Frühstücksbrötchen. Ne, das sind Überraschungsbrötchen. Das sind die Überraschungsbrötchen. Ach, was in Not! Ich kann leider nicht anrufen. Ich kann leider gerade nicht anrufen. Nur wenn ich jetzt im Auto sitze. Minus 9% Belohnungen. Ich habe keine Ahnung, Racker, das liegt vielleicht am Mehl, warum die Brötchen so dunkel sind. Fuchsgang auch nochmal. Bille, Prost! Ah, sowas mag ich nicht. Ich will pünktlich liefern. Pünktlich wie die Maurer bin ich.
Ja, Dinkel-Vollkorn, das ist wahrscheinlich Dinkel-Vollkorn-Pumaflora, ne? Ja, das Mehl ist schuld, ja. Also, Klong! So, die kommen jetzt alle ins Auto und wir beliefern jetzt die Grandma, den Corner und den Ginger, haben wir gesagt. Ja, oder das, Racker. Ted, Prost! Ich hoffe, ich kann noch mal bei allen anrufen, dass ich wenigstens noch mal 5 Minuten bekomme. Ein schlechter Maurer gibt immer noch einen guten Bäcker. Ja. Huch. Ich wollte eigentlich anrufen. Ich kann nicht anrufen. Ich kann nicht mehr anrufen, Leute. Ich kann nicht mal mehr anrufen. Ach du heiliger Strohsack. Gib Gummi, ja Mann! Errungenschaft freigeschaltet. Slow but tasty. Na, wir kriegen wenigstens ein bisschen Geld noch. Straße ist gesperrt. Egal, wir kommen dran vorbei. Oh. Polizei erwischt uns nicht. Wir sind Geflüchtete, Flüchtende. Weinende Gassen, das passt. Jetzt siehst du, dass du nur einmal anrufen kannst. Ah, fuck. Thüringer, du hast recht. Ja. Aber ich habe gedacht, einmal am Tag. So, einfach geradeaus weiterfahren. Too fast, too furious. Ich habe die Handyrechnung nicht bezahlt. Das wird sein, Ted. Ah, und ich habe mein Handy liegen lassen in der Bäckerei. Oder am besten ganz zu Hause. Oder mit eingebacken. Genau. Das ist die Überraschung, die drin ist. Haben Sie mein Handy gesehen? Geil. Ah, schön. Ja, ich dann panisch im Laden reinrenne und von allen Leuten, die die Brüche im Teller haben. Moment! Moment! schön. Bakery GTA passt sowas von. Ja, Mann. So. Also, wir haben ja immer noch Geld und XP gemacht, ne? Also so sieht es ja nicht aus. Die Beziehung ist immer noch gut.
Außer beim Ginger House. Der fand uns natürlich mega scheiße, dass wir das erste Mal bei denen sind und halt nicht pünktlich sind, ne? Der fand uns gar nicht gut. Und die ganzen Zusätze haben auch nicht gestimmt. Welches Brötchen klingelt? Ja, genau, Ted. Fuck! Wir sind erfahrener Bäcker jetzt. Das Ginger House, das war gar nicht gut. Okay, wir haben jetzt irgendwie einen ultimativen Workshop freigeschaltet. Wir müssen mal gucken, was das ist. Ja, das ist, wir machen mit Gin rein beim Ginger House, genau. So, zurück zur Bäckerei. Vielleicht ist es ja jetzt resettet, ne? Ja. Nee, es geht immer noch nicht. Ich würde ein kurzes Rein-Raus-Spiel mit euch machen. Hoffentlich hat er das jetzt. Wie speichert man? Speichern und neu laden. Ich würde gerne wissen, wie man speichert.